Und in die rote Hecke rufen wir jetzt aus Hamburg Wladimir Klitschko. Der Boxer in der blauen Ecke ist Profi seit Oktober 1995. Er ist 24 Jahre alt, 1,91 Meter groß und wiegt 96,7 Kilogramm. Sein Profirekord, 8 Kämpfe, 6 Siege, die er alle durch K.O. erzielt hat, die Hälfte dieser Siege in der ersten Runde. Nur sein Profidebüt hat er verloren. In seiner Ecke sein Trainer Albino Peña. Wir begrüßen aus den USA Troy Wilder. Die rote Ecke, Profi seit November 1996, 102,9 Kilogramm, 2 Meter groß, 20 Jahre alt. Sein Profirekord, 3 Kämpfe, 3 Siege, alle durch K.O. Der Amateurrekord, 140 Kämpfe, 134 Siege, 65 durch K.O. Er war sechsmaliger ukrainischer Meister, 1994 Junioren-Europameister, 1995 Junioren-Vize-Weltmeister, 1996 Vize-Europameister, Militärweltmeister und Olympiasieger in Atlanta und damit der erste weiße Superschwergewichtler, der nach 36 Jahren Olympiasieger wurde. In seiner Ecke sein Trainer Fritz Duneck von Porsten Schwitz. Begrüßen wir aus Hamburg Universum Box Promotion Boxstar Wladimir Klitschko. Ringrichter Kurt Ströer, Punktrichter Norbert Kosch, Arthur Ellenson und Axel Zielke. Und wieder die bange Frage, was ist dieser Troy Wilder für einer? Naja, er sieht besser aus, 24 Jahre alt. Gott, hat sechsmal gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden. Profi seit 95. Ist so 9 cm kleiner, denn dieser Wladimir ist nur 2 Meter groß, der 20-Jährige. 4,5 Jahre jünger als sein Bruder, Vitali. Und er steht auch schon in der Weltrangliste, an Platz 191. Mit 3 Kämpfen da schon drin zu sein, das ist schon eine Empfehlung. Der Bruder steht auf 185. Ja, was macht man mit solchen Fightern? Was für Kämpfe kann man präsentieren? Ganz nach oben, Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften können sie noch nicht. Sie müssen erst also die Anfangsphase als Profi-Anfänger überstehen. Ring bei Runde 1. Ja, der hat nun gesehen, wie sein Spezi vorhin, der Mike Eckley, unterging. Und er wird sich sagen, der andere, der wird zu ähnlich sein. Auch er ist links oben offen, der Mike Eckley. Da sehe ich schon. Und die linke ist zu kurz. Da kommt die rechte, der Cross von Wladimir leicht drüber. Naja, und wenn er selber schlägt, wenn er angreift, dann merkt man, dass eben die Arme zu kurz sind, dass er Reichweitennachteile hat. Nicht, nicht.
102,9 Kilo liegen hinter den Schlägen dieses Wladimir Klitschko, wenn er alles dahinter bringt, den ganzen Körper. Die Demonstration einer solchen Überlegenheit, das finden die Zuschauer nicht gerade positiv. Sie wollen Gleichwertigkeit sehen. Und das ist hier nicht gegeben. Hier muss der Veranstalter sagen, okay, ich muss sehen, dass ich die gegen härtere, gegen bessere Leute bringe, auch auf die Gefahr hin, dass sie am Anfang ihrer Profikarriere vielleicht eine Niederlage einstecken. Das ist allen anderen viel größeren Boxern auch schon mal so gegangen. Ja, geh weg vom Seil. Treu, weg, da bleibt in der Ecke stehen und der Kurzstör zählt, macht er noch weiter oder macht er Feierabend? Ja, er zählt schön langsam, der Kurzstör gibt ihm eine Pause. Gut, erste Runde überstanden. Was sagt der Reporter am Ring? Gott sei Dank. Und da jubelt das Publikum. Warum? Weil man zum ersten Mal jetzt ein Nummerngirl sieht. Denn die anderen zwei Fights, die waren ja schon in der ersten Runde zu Ende, also kam keine mehr. Sie können selber entscheiden, ob die Zuschauer da viel entgangen ist oder nicht. Aber zweite Runde. Ja, die linke war es. Nochmal. Er stochert mit der linken in der Deckung rum. Und das ist so toll weiter. Ja, der nimmt alles. Trefferverhältnis so etwa 30 zu 5. Beide Klitschko sind etwas schwer. Hier auch der Wladimir so etwa 2 Kilo, 4 Pfund hat er zugelegt. Die waren wieder mal zu Hause in Kiew. Ja, aber der Amerikaner nimmt sein Herz in beide Fäuste. Da kam der Aufwärtshaken von Klitschko. Und er versucht, das Beste draus zu machen. Man kann ja auch, wie man so schön sagt, mit fliegenden Fahnen untergehen. Also, geh weg aus der Ecke. Komm, geh raus. Kombination. Yeah.